Freunde, und heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Neues Video bzw. Update-Video über das Shieldhorn. Fangen wir direkt an. Wofür ist das Shieldhorn da? Hauptsächlich bis PvP designed. Ist ein hervorragender Tank und es eignet sich hervorragend, um zum Beispiel geschlagene Schneisen zuzustellen. Dazu kommen wir aber später mit einer seiner Spezialfähigkeiten noch zu. Oben rechts bei den roten Punkten seht ihr einmal, wo ihr es tamen könnt. Was benötigen wir also für das Shieldhorn? Erstmal gilt wieder zu sagen, es ist wieder ein Level 30er Tier, wie in jedem meiner Videos. Wir benötigen Bolas, Schilder als Falle, eine Fernkampfwaffe. Pfeil und Bogen ist hier nicht die optimale Wahl, könnt ihr aber dennoch machen. Und ihr braucht diese 7 Gemüsesorten definitiv. Chili, Pepper, Turnip, Beet, Onion, Potato und Edible Greens. Komme ich gleich dann nochmal zu, warum wir diese 7 benötigen. Was sollten wir also skillen? Teil des Videos, wieder ganz wichtig, der Sperm Whale Killer, wie in jedem meiner Taming-Videos. Das verbesserte Zähmen auf der höchsten Stufe solltet ihr geskillt haben. Das Schleichen Stufe 3 solltet ihr ebenfalls geskillt haben. Und unabdingbar ist das Beast Mastery Level 3, da es sich um ein Tier 3 Level handelt. Da noch als kleine Nebeninfo, ihr benötigt keinen Sattel, um das Shieldhorn zu reiten. So, wir machen das jetzt hier einmal und ihr seht direkt, Pfeil und Bogen ist relativ ineffektiv und ich schieße jetzt hier absichtlich mal auf den Kopf. Ihr seht diese Reaktion und ihr seht unten rechts, ich kriege den Schaden selber ab, den ich verursache, beziehungsweise kriege sogar mehr Schaden, als ich an dem Tier hätte verursacht. Der Kopf ist quasi eine reflektierende Zone. Ja, habt ihr es dann trotzdem mal irgendwann geschafft, es in die Bola zu bringen, wird es jetzt eins dieser 7 aufgelisteten Gemüsesorten verlangen. Rüstet es dann in den Nuller-Slot aus und ganz normal dann füttern, wie bei jedem anderen Tier. Dazu werdet ihr es gleich sehen, wird es beim nächsten Mal füttern. Wenn ihr Glück habt, wieder selbiges verlangen. Oder wie in diesem Fall eines der anderen 7 Gemüsesorten. Ihr könnt es auch dann so oft bolern, wie ihr wollt. Wenn es einmal eine gewisse Sache haben will, will es die auch haben. Sprich, ihr braucht unbedingt diese 7 Gemüsesorten. Ja, dann hat es 2 verschiedene Attacken. Und wir sehen jetzt einmal hier, so sieht es aus, ja, wenn wir es dann getamed haben. Und es hat einmal den ganz normalen Schlagangriff hier, wie jedes Tier. Und hat einmal einen Charge-Angriff. Ihr seht es jetzt hier, er lädt gerade auf, indem ihr den die rechte Maustaste gedrückt haltet. Und sobald ihr dann loslasst und der Balken voll ist, habt ihr diesen RAM-Angriff. Ihr könnt also sehr schnell zu einer anderen Base vorpreschen. Das war's über das Shieldhorn. Viel mehr gibt es zu dem Tier gar nicht zu sagen, außer dass ihr euch noch super hinter dem Kopf verstecken könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund. Sollte es euch gefallen haben, lasst mir gerne einen Like, Kommentar und oder Abo da. Das würde uns sehr helfen, weiterzuwachsen und den Server für neue Spieler bekannter zu machen. Schaut euch auch gerne eins oder mehrere meiner anderen Videos an. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald und ciao ciao vom Radioactive Server.